Guten Morgen. Ja, willkommen zu den Morning News, die letzten diese Woche. Und ja, wir stehen jetzt ja auch schon wirklich vor der ja, letzten Phase des Weihnachtsgeschäfts. Und ich glaube jetzt, der heutige Tag und Montag wird noch mal richtig knackig. Aber dann glaube ich ja schon fast, dass es so langsam aber sicher abnehmen wird. Ich muss auch noch ein, zwei Weihnachtsgeschenke noch organisieren. Aber die Wesentlichen, die sind diese Woche gekommen. Und ja, das heißt, halbwegs ruhig wird es dann auch bei mir werden. Zwischen den Tagen werde ich ein bisschen was tun, ja, wie so üblich, ne, ein bisschen aufräumen, noch Belege sortieren, dass man im Prinzip das Jahr sauber abschließen kann. Ja, kommen wir zu den Morning News. Die Bundesnetzagentur warnt vor smarten Geräten. Insbesondere die, die ein Mikrofon und eine Kamera haben. Hier sehen sie halt eine Gefahr drin, dass Dritte auf diese Geräte zugreifen können. Ja, das stimmt tatsächlich. Wir alle wissen es im Prinzip. Wenn wir unsere Kamera, unsere WLAN-Kamera mal im Griff haben, das Passwort ändern wir selten. Ja, ein Tipp. Denkt daran, das Passwort zu ändern. Weil ich meine, am Ende des Tages, gerade dann, wenn eure Smart Devices auch mit Firmenrechnern verbunden sind, da reicht es ja auch schon, wenn man im Heimnetz einen Firmenlaptop halt hat, dass das durchaus für Gefahren sorgen kann. Und da kann ich, also eigene Erfahrung, ne, dieses Jahr zweimal bin ich auf Dinge reingefallen. Ich bin schadfrei geblieben, weil es mir dann direkt auch aufgefallen ist. Einmal ein Abfischen meiner Kreditkartendaten über einen Kauf bei eBay Kleinanzeigen und dann einmal tatsächlich Abfischen meines Microsoft-Kontos über ja, eine klassische E-Mail. Das ist mir passiert. So vom Außen eindringen dürfte bei mir schwierig sein. Also da achte ich eigentlich darauf, dass ich die Passwörter, die WLAN-Passwörter regelmäßig ändere und ich habe so gut wie keine Ports freigegeben. Und, also ich glaube, ich habe überhaupt keine freigegeben. Also ich kann von meiner Fritzbox tatsächlich nicht von außen auf mein Haus zugreifen. Einige Sachen halt über, ist möglich über auch Smart Devices, ne? Zum Beispiel meine Roboterstaubsauger oder meine Gartenbewässerung. Und ja, die ein oder anderen Schalter. Aber hier auch darauf geachtet, dass da, wo Passwörter zu ändern sind, diese auch geändert sind. Ja, Geoblocking melden, dazu ruft auch die Bundesnetzagentur auf. Und zwar hat die Bundesnetzagentur beobachtet, dass es jetzt gerade zur Weihnachtszeit immer mehr Einschränkungen oder Beschränkungen gibt, wenn ihr in Europa auf verschiedenen Online-Shops einkaufen wollt, dass euch nicht alle Rabatte zugänglich sind, beziehungsweise dass ihr automatisch auf die Länderseiten weitergeleitet werdet und ihr somit halt nicht möglicherweise den besten Preis für eure Produkte bekommt. Das bedeutet, dass der jeweilige Händler einen Geoblocking-Verstoß begeht, den die Bundesnetzagentur auch ahndet. Und sie ruft dazu auf, dass Verbraucher das melden. Für euch sollte es bedeuten, dass ihr euch auch einmal damit auseinandersetzt, ob eure Shops dahingehend compliant sind. eBay hat diese Woche ein Trade-in-Programm gestartet. Das ist im Prinzip eine Animationsaktion, um Endverbraucher auf die Plattform zu bekommen. Worum geht's? Ihr könnt oder die Verbraucher können ihre gebrauchten elektronischen Geräte eBay anbieten. eBay Partner ermittelt einen Preis. Zu diesem Preis kann dann der Verbraucher das Produkt verkaufen, kriegt das Geld als Einkaufsguthaben für ein neues Gerät ausgezahlt, auf sein eBay-Konto überwiesen. Plus, wenn er sich jetzt registriert, noch einen Gutschein, der bis morgen, Jörg, der bis zum Februar einlösbar ist. Ja, was bedeutet es? Es bedeutet nichts anderes, als dass hier Verbraucher versucht werden anzusprechen, sich mit eBay zu beschäftigen. Und
Ich denke mir, dass es auch sehr gelingen wird. Ich glaube auch, dass wir jetzt in den nächsten Quartalen einen Wiederanstieg der Käuferzahlen sehen werden. Insbesondere halt auch deshalb, weil wir durch den Refurb Store oder Restore, nennt es sich ja bei eBay, durch den Refurb Store und die Refurb-Angebote tatsächlich Käufer-Rückkehrer haben werden. Finde ich gut, wenn sie gute Erfahrungen mit den Händlern machen. Naja, und dazu habe ich ja meine eigene Meinung gestern, glaube ich, auch schon gesagt. Da gibt es ja, wenn ihr in den gestrigen Morning News reinschaut, einen Link zu einem Facebook-Post. Schaut ihn euch mal an und schaut euch aber meinen Kommentar dazu an. Klar, Händler müssen nachlegen, was Services angeht. Also ich finde das sehr, sehr bemerkenswert, dass so viele Händler, ich repliziere jetzt nochmal auf den Post in der Facebook-Gruppe beziehungsweise auf die News von gestern, was da Händler leisten beziehungsweise nicht leisten gegenüber Verbrauchern. Das ist einfach erschreckend. Es ist wirklich erschreckend. Und so vergraule ich natürlich meine Kunden, auch wenn die Händler von der Plattformamnesie profitieren, sprich die schlechte Kauferfahrung nicht auf sie als Unternehmen zurückfällt, so fällt es doch auf die Plattform zurück, ganz ehrlich. Das ist anstrengend. Es ist wirklich anstrengend, die Verkäufer, Entschuldigung, die Käufer auf der Plattform zu halten. Wenn ich doch merke, oder wenn ich enttäuscht bin, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, und das, wie schon gesagt, Gefühl, das ist nichts Rationales. Wenn meine Erwartungen nicht erfüllt sind, dann meide ich doch diesen Einkaufskanal. Eigentlich eine Logik, die für jeden nachvollziehbar sein müsste. Nein, Händler fangen an zu diskutieren und sind der Meinung, dass dann solche Menschen, die Einkaufserlebnisse nicht so toll verarbeiten, Kunden aus der Hölle sind. Das ist faszinierend. Aber auch bezeichnend. Ich meine, wir müssen uns irgendwann auch mal, müssen wir auch ganz ehrlich sagen, uns auch mal fragen, warum ist ein kleiner Händler? In der Regel nicht deshalb, weil er das für sich beschließt, sondern schlicht und ergreifend, weil er bis an die Grenze seiner Fähigkeiten gewachsen ist. So hart das klingen mag, aber das enthält in einem hohen Maße auch eine Realität. Das Statistische Bundesamt hat sich damit auseinandergesetzt, was Internetnutzende bei Kaufentscheidungen im Bereich von Kommunikationsgeräten, elektronischen Kommunikationsgeräten bewegt. Festgestellt haben sie dabei, dass nur 20% Interesse an der Energieeffizienz haben. Für 64% ist der Preis entscheidend. Ja, dann schauen wir doch mal so, was so im 6, 7, 8, 9%igen Bereich liegt. Das ist ganz interessant. Da geht es nämlich um Rabatt- und Zusatzgarantien. Das sind Sachen, die ihr im Grunde genommen recht einfach selber stemmen könnt. Es kostet euch nicht viel, eine Zusatzgarantie auf ein elektronisches Gerät zu geben. Wirklich nicht viel. Ihr müsst das mal durchkalkulieren. Aber es ist am Ende des Tages unter Umständen für 9% ein wichtiges Kaufkriterium. Das heißt, ihr erhöht hierdurch natürlich eure Conversion. Glaubt ihr nicht? Messt es. Messt es einfach einmal nach, inwieweit das für euch ausschlaggebend sein kann. Zu beachten ist hierbei, wenn ihr Garantien einpflegt, dass ihr diese rechtssicher macht. Also sprich, ihr müsst einen juristischen Loop drehen. Kostet 200-300 €, dass euer Rechtsanwalt euch einen Garantietext entwickelt. Ihr solltet euch auch dann im Nachgang nochmal bestätigen lassen, dass ihr den rechtssicher eingefügt habt. Denn die Garantietexte müssen leicht erreichbar sein. Also gibt es halt auch eine juristische Anforderung, ansonsten habt ihr ein Problem mit der Abmahnung. Grundsätzlich bietet eBay verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Im Zweifelsfall ganz ehrlich, 1 € angeboten im Garantietext und dann verlinkt eine eigene Aktion. Zickzack. Entschuldigung, habt ihr perfekt gelöst und ist perfekt erreichbar. Ja, kommen wir zur letzten News. Dem Bundeskriminalamt ist ein Schlag gegen im Darknet gegen mehrere Plattformen, gegen zwei Plattformen gelungen, die ja, kinderschändende Inhalte angeboten haben. Ich kann euch gar nicht sagen, wie gut ich das finde und wie schade ich es finde, dass es dem BKA nicht gelingt, hier wirklich massivst mehr Erfolge zu melden. Ich finde das so unglaublich schrecklich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ja,
da habe ich mich ja oft mit meiner Rechtsanwältin angelegt, der Heidi. Ich finde die Strafen viel, viel, viel zu gering. Also das Abschreckpotenzial müsste noch viel höher sein. Ich kann, also das ist meine Meinung, ich kann nicht jemanden, der mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das Leben eines Menschen zerstört, bis ins hohe Alter beeinflusst, negativ beeinflusst, den kann ich nicht mit 5, 6, 7, 8 Jahren abgehen lassen. Das ist für mich ungerecht. Das ist auch keine gefühlte Wiedergutmachung. Ich glaube, dass 8, 9, 10 plus Sicherheitsverwahrung, also so, ne, auch lebenslänglich plus Sicherheitsverwahrung, dass das in diesem Bereich angemessenere Strafen sind. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich meine, jetzt kommen wir mal ein Kreuz krumm zur Kirche. Auch die Missbrauchsskandale, die dort aufgedeckt sind, ganz ehrlich. Da passiert in meinen Augen viel zu wenig. Der Aufklärungswille der Kirche ist in meinen Augen auch der Wiedergutmachungswille viel zu gering. Und ich finde das nicht gut, dass solche Straftaten überhaupt verjähren können. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Also das ist aber gut. Ich weiß nicht, warum ich so meine. Nee, kriege ich Pimpernellen. Okay, das hat jetzt auch gar nichts mit online zu tun. Ja, das war's mit den Morning News. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch ein fantastisches Wochenende und vielleicht noch einen Lesetipp. Könnt ihr mal auf die Seiten der EU gehen. Heute ist Freitag, das heißt, Safety Gate hat einen neuen Report veröffentlicht. Dort könnt ihr euch anschauen, ob ihr möglicherweise davon betroffen seid mit euren Produkten. Und ihr könnt euch einmal auch Inspirationen holen, worauf ihr bei Produkten zu achten habt, damit sie compliant sind. Also, habt ein tolles Wochenende, habt Reibach bis zum Gehtnichtmehr, noch gerne ein bisschen Umsatz. Bis dann, tschüss.